So, nach der kurzen Pause ging es wieder. Ich habe mal kurz was getrunken und noch ja, was gegessen. Was hatten wir vor? Wir haben, glaube ich, genau. Wir wollten jetzt uns um unser Equip kümmern. Denn wir haben ja ganz viel Stoff bekommen. Das heißt, wir nehmen hier gerade alles raus. Dass wir einmal wirklich hier diese Schublade wieder leer haben. Dann haben wir hier nur noch unsere Essensschublade. Und ich kann mal gerade gucken. Ist getrocknet. Ist getrocknet, wir können hier alles ausmachen. Die Rehhaut ist jetzt auch getrocknet, das heißt, der Darm müsste auch fertig sein. Wunderbar. Noch mehr getrocknete Därme, nehmen wir auch mal alle mit. Könnte ich also langsam mal wieder aufräumen. Der Kaninchenpelz ist auch fertig. Gott, da werden wir lange reparieren. Und der auch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier an den Spind dran und werden uns noch ein Reparaturset, Nähset mitnehmen. Denn jetzt geht es nur noch darum, alles zu reparieren und uns für den Umzug quasi vorzubereiten, dass wir demnächst wirklich hier rauskommen. Können. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr zu trinken. Das ist der leere Spind. Ich bin so intelligent manchmal. Spind durchsucht. Zoom. Trinken, sagte ich. 9 Liter haben wir noch. Nehmen wir mal großzügigerweise 2,5 gleich mit. Ich meine, wir sind eh schon überladen. Da ist es nicht so schlimm. Hier ist noch das gute Bärenfleisch. Also wir haben echt zu essen in Massen. Vielleicht können wir das auch irgendwie nochmal mitholen. Wir werden nicht alles mit runternehmen können. Das ist uns, glaube ich, mal bewusst. So, aber jetzt erst ans Reparieren. Wir haben insgesamt 10 Stoff. Das heißt, wir können die Cargohose auf 100% wieder kriegen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und dann müssen wir noch unsere Waffen, unsere Axt schärfen und unser Messer. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Denn wir haben kaum mehr Holz. Das heißt, die Axt wird wichtig werden. Cargohose 100% wieder, wunderbar. Der dicke Wollpullover kriegt auch nochmal die letzten 10% repariert. Mit dem Nähset. Haben wir noch 7. Ich denke mal, unser Mantel, unser Ersatzmantel wird viel verbrauchen. Den werden wir jetzt aber erstmal nicht verwenden. Wir werden erst die lange Baumwollunterhose. Ich hoffe mal, ja, 34%. Wir kriegen die auch auf 100%. Das ist schon mal sehr schön. Denn die werden wir brauchen. Schal, Wollmütze ignorieren wir erstmal die Wollsocken. Die stopfen wir auf alle Fälle auch nochmal voll. Und wie gesagt, ich will halt die Klamotten schon mitnehmen. Einfach damit wir ein Zweitset haben. Wir werden uns generell ein zweites Anziehset mitnehmen müssen, denke ich. Oh, wir wollen die jetzt aber. Ach komm, jetzt reparieren wir die auch mal schnell. Aus dem Grund, dass wir mal unterwegs jetzt nicht mit den besten Klamotten rumlaufen können und immer was haben, falls mal wieder alles kaputt ist bei uns. Dass wir sagen, hey, wir fallen jetzt auf unser Grundset quasi zurück. So, die müssen wir auch nochmal reparieren. 97% haben die dann wieder. Weil ich sag mal. Wow, 50 Tage haben wir jetzt überlebt. Noch ein Erfolg. Man, das ist echt ein guter Erfolgslauf. So. Wir ziehen auf alle Fälle erstmal wieder die an. Wir wollen ja schon, haben wir gesagt, die Cargohose und die Stiefel. Jetzt müssen wir überlegen. Ich finde, die Handschuhe sollten wir auf alle Fälle reparieren. Ich meine mal, die wärmen uns kaum mehr. Gibt noch 25%. Wie viel Stoff haben wir denn? 6. Das würde 3 kosten, die zu reparieren. Würde 50% geben. Machen wir, dann haben wir den auf 95% wieder. Das heißt, wir können dann noch dreimal reparieren. Ich überlege halt, ob wir die Mütze nochmal reparieren sollten. Die ist noch bei 87%. Wir werden definitiv zweimal die Handschuhe reparieren. Dann sind die bei, ist die bei 71. Wir haben theoretisch noch einen Kaninchenpelz dabei, was wir verwenden können. Und wir sind durstig, sehe ich gerade. Das heißt, wir essen erstmal wieder noch eine Kleinigkeit. Verstärkt zwar den Durst, aber macht es für uns etwas übersichtlicher. Und wir haben sogar Prozente verloren, weil wir verdursten. Meine Güte. Der stellt sich mal wieder an. So. Ein Stoff haben wir noch, richtig? Ein Stoff. Und Kaninchenpilz, ja. Ne, wir nehmen die Handschuhe, definitiv. Dann haben wir keinen Stoff mehr. Das heißt, wir können es hier eh nicht mehr so lange aushalten. Wunderbar. Das hätten wir also auch gemacht. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wir uns vorbereiten. Na, Motte, brauchen wieder einen Schrank, wo wir alles reinpacken, was wir mitnehmen. Deswegen durchsuchen wir mal hier gerade alles. Hier können wir eigentlich alles mal rausnehmen. Wir können noch ein paar Pfeile basteln. Genau, das machen wir, glaube ich, auch nochmal in dieser Folge. Nein, das habe ich wieder zu oft geklickt.
so 36 Kilo. Unsere Pfeile sind nämlich sehr abgenutzt, definitiv. Bei 94, 74, das geht, wir müssten uns keine basteln. Was haben wir hier denn alles drin? Nehmen wir mal hier auch einfach alles gerade wieder mit. Und dann schauen wir, ob wir uns noch was herstellen müssen oder eben nicht. Ich meine, wir sind jetzt eh dann sowas von überladen, aber mein Gott, was soll's. So, ich glaube, wir haben sogar zwei Laternen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Komplett überladen, relativ müde. Wir wollen bei den Werkzeugen mal schauen. Die Axt, fangen wir doch mal mit dem Simplen an. Müssen wir zweimal schärfen, dann ist sie wieder bei 100%. Einmal quasi das ganze Equip in Bestzustand versetzen. Und unser Messerchen, wo haben wir es? Da ist es. 73%, ja. Das wird definitiv ein paar Mal geschärft werden. Ich glaube, wenn man es auch wirklich auf 100%, also schärfen es, die letzten 2% dann auch noch, die verbleiben werden. Und ich bin ja mal gespannt, wie es dann wird, wenn wir da runtergehen, ob wir wirklich diese Farm finden, die wir dort gesehen haben. Oder eben uns verlaufen. Das kann auch passieren. Und die Frage ist, ob wir das andere Gewehr mitnehmen oder ob wir es hier lassen. Ich denke, wir werden es vielleicht wirklich hier lassen. Einfach mit dem Fleisch, dass wir sagen, wir holen das irgendwann mal nach. Dich könnten wir theoretisch auch reparieren, das ganze Angelzeug, schön und gut. Dich können wir nicht reparieren. Das sind die Pfeile, Feuerstahl. Da ist das Gewehr, das können wir erst einmal entladen. Und dann fangen wir mal an mit dem Reinigen. Müssen wir dreimal reinigen. Oh, nee, Moment, abbrechen. Wir hatten doch. Ah, was? Gut. Tief durchatmen, reinigen. Ich wollte gerade gucken, ich glaube, das hier war nämlich verwendet, genau. Wir nehmen das angefangene Gewehrputzset dafür. Reinigen mit dem angefangenen Gewehrputzset. So. Wir werden auch das andere definitiv reinigen, einfach um den Skill zu erhöhen. Gerade haben wir es ja hier alle Zeit der Welt noch. Gerade sitzt das Headset von mir etwas komisch. Sorry, falls ihr komische Geräusche hört in der Audiospur. Das liegt an mir. 100% reinigen. Wir sind bei 59% mittlerweile Reinigungsfertigkeit. Also die können wir definitiv noch erhöhen. Ich meine, wir haben Reparaturskill. Nee. Feuermachskill und den, Reparaturset, also Nähset, haben wir definitiv auf 100. Ich weiß nicht, ob das auch fürs Reparieren von Zeug gilt. Ob wir da auch auf 100% wären oder eben nicht. So. Das hätten wir dann auch erledigt. Und wie gesagt, ein Gewehr lassen wir hier. Das holen wir dann ab. Ich meine, das sind 4 Kilo, die wir sonst extra tragen müssten. Schauen wir nochmal weiter. Wir haben hier wirklich zwei. Das heißt, hier ist Petroleum drin. Wir würden die gerne zerlegen. Dadurch gewinnen wir auch das Petroleum zurück. Das ist das Gute. Sollten wir jedenfalls. Metallschrott. Und Petroleum. Das wird. Warum wird mir das nicht angezeigt? Wo ist denn das? Hat das jetzt direkt hier reingefüllt? Oder wie? Oder was? Ich guck mal gerade. Aktion. Wahrscheinlich. Oder es liegt ja am Boden. Ich guck mal gerade. Wir brauchen definitiv mal wieder Lampenöl. Ne, ist sicher nichts. Wir nehmen mal den Bärenpelz mit. Und dann schauen wir mal, was haben wir noch alles dabei. Wir sind ja so überladen. Haben wir noch einen normalen Verband? Einen haben wir, das heißt, wir können uns einen tollen Superverband herstellen. Einen Bartflechtenverband machen wir mal gerade hier. Und da es jetzt eh Nacht ist, würde ich sagen, wir essen was, trinken was. Und legen uns dann nochmal ein bisschen aufs Ohr. Und fangen dann an, in einen, ja, ein bisschen Zeug abzulegen, was wir definitiv mitnehmen und was wir eben hier lassen wollen. Auch bei. Noch habe ich eine Sache, die wir machen könnten. Auch wenn es nur 2% sind, meine Güte. Wir reparieren das mal für die 2%. Dann verbrauchen wir wenigstens einmal Metallschrott. Und haben auch den Dosenöffner wieder bei 100%. Ist quasi auch ein kleiner Umzug. So, wir wollen mal hier schlafen, dass wir mit Tageslicht. Wobei, nee. Tageslicht wollen wir gerade nicht haben. Sachen, die wir hier lassen. Das hier ist unser Essen- und Trinkenschrank. Das heißt, ja, da ist alles leer. Hier packen wir schon mal definitiv das zweite Gewehr hinein.
Auch wenn ich das nur ungern zurücklasse. Aber 4 Kilo passen nicht rein. Toll. Das heißt, wir müssen mal hier einen halben Liter Wasser mitnehmen. Und ein Kilo Fleisch. 58%. Dann passt das Gewehr auch hier rein. Dann habe ich hier 30 Kilo schon mal abgelegt. Und dann würde ich sagen, öffnen wir mal den Spind und gehen nochmal wirklich bei uns alles durch, was wir mitnehmen wollen, weil wir müssen noch was ablegen, eindeutig. Von dem Zeug will ich eigentlich alles mitnehmen, klamottentechnisch. Würde ich jetzt sagen, ach nee, das ist doof. Wir müssen, schlafen. Schlafen und überlegen, weil wir müssten ja, wir werden definitiv hier einmal zurückkommen müssen. Die Frage ist halt, was können wir entbehren auf der Reise? Jetzt haben wir Tageslicht. Ich guck mal auch gerade, wie lange die Aufnahme ist. 10 Minuten, das heißt, wir werden wahrscheinlich wirklich schon losgehen können in dieser Folge. Überrumpelt mich selbst ein bisschen. Muss ich gerade gestehen. Okay, wir haben keinen Hunger mehr. Wir können auf alle Fälle mit 41 Kilo Gepäck nicht los. Wir müssen was da lassen. Das ist Fakt. Das heißt, wir werden Sachen hier lassen müssen. Ich mache mal gerade Licht an. Jetzt doch nochmal ein bisschen Brennstoff verbrauchen. Macht ja auch unser Gepäck leichter. Und da ist unser Essensdings hier. Wir brauchen das jetzt nicht, um das zu lagern. So, Spind leer. Der linke Spind. Das Angelzeug wiegt nichts in den Schlafsack. Werden wir definitiv mitnehmen müssen, falls wir uns verirren. Ich gehe es jetzt mal so durch. Das lassen wir alles. Klamotten könnten wir sagen, erstmal lassen wir wirklich hier. Und holen die später quasi erst ab. Die Frage ist halt, ja, ich würde sagen, wir machen das so. Dann gucken wir bei Essen, da müssen wir uns sogar noch was mitnehmen. Werkzeuge, da können wir eine Menge dann da lassen und Rohstoffe. Ich würde sagen, die Rohstoffe können wir mal wirklich mitnehmen. Die können wir dann dort drüben nämlich alle einlagern. Aber wir brauchen noch ein bisschen was an Wegzehrung. Nehmen wir das Gute. Wir sollten nicht das Supergute mitnehmen von den Prozenten, sondern das Schlechteste. Und zwar das Bärenfleisch, weil es die meisten Kalorien gibt. Wir haben genügend Essen und zu trinken dabei auf alle Fälle. Wir gucken uns das Wetter draußen an. Ich glaube, wir werden jetzt eh noch nicht losgehen. Es ist ein Schneesturm noch, eindeutig. Wir werden einfach mal 1 oder 2 Stunden schlafen, bevor wir losgehen. Und ja, vom Gepäck her werden wir so bleiben, auch wenn wir echt langsam unterwegs sind. Allerdings, ich werde die Lampe noch... Nee, wir nehmen die Lampe mit. Die können wir dann nämlich drüben ablassen, absetzen quasi. Wir haben jetzt hier 2 Stunden schlafen. Ich hoffe, dass der Schneesturm besser wird. Hört sich aber nicht so an. Ich könnte es auf alle Fälle etwas erleichtern nochmal, indem wir hier wieder Fleisch essen. Und jetzt ist es ruhig, das heißt, der Schneesturm ist weg. Ich gehe jetzt einmal davon aus, 36 Kilo Gepäck, meine Güte. Ah, das wird schwer. Aber jetzt geht's auf in neue Gefilde. Und hoffentlich ohne Wolf- bzw. Bärenbesuch. Bitte lass das Wetter so, dass ich wenigstens noch einen Blick habe. Es ist perfektes Wetter. Wir sollten noch nicht sprinten. Denn wir werden die Energie brauchen. So. Unseren Weg müssen wir uns nochmal überlegen. Direkt hier vorne. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Wir sollten mal hier die Schüsse reinladen. Dahin wollen wir. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie runterkommen und dann auch irgendwie wieder hoch. Das wird die nächstgrößte Herausforderung sein. Komme ich ja zwischen... Ihr habt schon gehört, wir haben... Wir sind kurzzeitig gehüpft, aber... Das hier ist eine Abstiegsmöglichkeit. Wir kommen so definitiv nicht wieder hoch. Aber wir haben jetzt den Blick immer noch drauf. Und ich gehe hier wieder mal... Oh, schräg runter, so gut es geht.
In diese Richtung war es, ist es, oder wie auch immer. Und sieht hier relativ leer aus. Wir werden jetzt nichts looten auf dem Weg. Also wir werden wirklich nur dorthin rennen, unser Zeug ablegen. Und da unten ist sogar eine Straße, das ist doch mal top. Da können wir dann noch schneller unterwegs sein. Nichts looten. Ihr seht sie auch, ich werde sie looten. Es tut mir leid. Ich halte mich nicht an meine eigenen Regeln, aber das sind Pilze. Pilze! Ja, hat doch lange gehalten, mein Versprechen, dass wir nichts looten werden. Aber die Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen. Weil hoch werden wir hier nicht können. Wir werden hier vielleicht nochmal runterkommen, aber dann werden wir sie wahrscheinlich vergessen. Und die sind jetzt hier nicht so schwer. Oder wie schwer sind die überhaupt? Ich glaube 10 Gramm. 100 Gramm, das Stück. Ja, ist doch schon ordentlich Gewicht wieder. Man merkt, wir sind nicht mehr sehr schnell beim Sprinten, denn das war gerade gesprintet. Für den Rückweg können wir dann quasi den Bogen da lassen, die ganzen Rohmaterialien. Und es, ja, zwei Sets von den Klamotten. Lassen wir. Wobei, nee, wir haben es. Oh Gott, ich muss gucken. Ich muss einfach gucken. Wir werden die Waffe auch dort lassen. Zu Hause. Werden allerdings die Munition dann rausladen. Wir wissen ja, wir haben da oben noch ein Gewehr. Und ich frage, wie kommen wir da wieder hoch? Ah, wir müssen uns einen Aufstieg suchen. Holz. Yep, einen Stock nehmen wir mal mit. Damit wir wenigstens ein kleines Feuer starten könnten. Ah, da ist noch ein Stöckchen. Gut. Hope nobody needs this anymore. Ich höre Schritte. Schön, wir sind auf einer Straße. Da ist eine Brücke auch. Die hätten wir auch von oben gesehen. Und das hier scheint so der direkte Weg zu sein. Oh, da ist irgendwas. Wahrscheinlich ein Wolf, wie ich das mein Glück kenne. Wir werden hier mal ein bisschen schnelleren Schrittes gehen. In der Hoffnung, dass wir so schnell genug ankommen. Und dann werden wir erst an den Ort dort auch looten, auf alle Fälle, dass wir uns dort quasi auch zu Hause fühlen. Mensch, sieht das schön aus. Aber ich denke mal, das wird unser Hauptgebäude. Das sieht aus eher so wie so eine kleine Hütte und ein Wasserturm daneben. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und wie gesagt, ihr habt ja hier immer unten in der Beschreibung auch den Link zu der Karte. Dann vielleicht seht ihr auch, wo wir sind. Ja, es ist also wirklich sehr zentral. Ich habe mir diesen Ort auch wirklich auf der Karte rausgesucht. Habe halt geguckt, dass wir ihn erst mal ausfindig machen von oben. Und ja, ist zentral. Von da aus werden dann wirklich alle Operationen ausgehen. Und ich hoffe, dass das schön ist und auch genügend Staumöglichkeiten für uns bietet. Und da setzt die Musik ein. Idyllisches Tal, Bauernhof. Das ist wirklich idyllisch. Haben wir sogar noch ein Auto, was wir. Ja, wir werden es jetzt mal knacken und durchsuchen. Vom Wetter ist es her wunderbar. Jetzt auch irgendwie gerade dieser Blendeffekt kurzzeitig ausgesetzt. Brecheisen haben wir auch zum Glück dabei. Alle können wir jetzt mal aufstemmen. Ein Energieriegel, wunderbar. Fäustlinge, noch besser. Eine Magnesiumfackel, ein Traum. Wir gehen mal gerade hinten rein. Kurz Kontrollblick, nichts. Dann einmal vorne rein. Oh, hier ist was drin. Müsli-Riegel, Schokoriegel, Energieriegel. Da ist der Schokoriegel. Und natürlich noch eine Orangenlimo und Zeitung. Mal gucken, hier oben. Einmal alles auf und runter klappen. Nichts. So, Motorhaube auf. So weiß, dass wir da dran waren. Ist für mich quasi so die Kennzeichnung. Und ja, ich muss zugestehen, ich kenne das Gebäude auch sehr gut. Ich war schon mal auf dieser Karte. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch das auch. Wir werden erst den Keller erkunden, denn den Keller kann man nur von außen erreichen. Das heißt, wir werden noch mehr überladen sein, als ihr euch eh schon vorstellen könnt. Das heißt, wir werden sehr, 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 sehr langsam sein. Guck gerade aber mal erstmal hier rein, denn das hier ist einfach nur so eine Hütte. Manchmal liegt hier Holz oder, glaube ich, sogar ein totes Reh kann auch drin liegen. Da bin ich mir nicht so sicher. Wasserturm ist eigentlich nichts. Wir können es uns trotzdem mal anschauen. Und ja, gut. Da sehen wir nämlich auch direkt schon den Weg, wie es ins Keller reingeht. Was das Coole ist, man hat hier drei Eingänge. Man kann einmal von links hier rein, man kann von rechts hier rein. Wir werden mal alle abchecken, quasi, bevor wir reingehen. Weil manchmal liegt auch hier vor den Eingängen etwas, hier gerade nicht. Und hier ist übrigens ein Wolfsgebiet. Deswegen ist es so gut, dass man so mehrere Ein- und Ausgänge hat. Das hier ist der Haupteingang. Den werden wir aber so gut wie nie benutzen. Nee, liegt doch nichts.
Und ja, wir haben von hier auch immer den schönen Blick. Wir wissen, da oben waren wir, da müssen wir wieder hin. Hier ist dann der andere Eingang und da können wir mal gerade reingehen, denn da hat quasi hier noch diesen Vorbereich. Und soweit ich weiß, kann man aus diesem Fenster hier sogar auf Wölfe schießen. Also wenn man sich irgendwie anstrengt. Man hat hier halt mehrere Fenster, wo alles an Scheiben fehlt. Da kann man rausschießen. Und hier drin ist es schon mal 11 Grad, also deutlich wärmer als minus 3. Was ich lustig finde, wenn man bedenkt, dass da die ganzen Fenster fehlen. So, nun geht es hinab in den Keller. Dafür werden wir auf alle Fälle unsere, ja, Lampe brauchen. Deswegen habe ich mich entschieden, die auch mitzunehmen. Hinter uns liegt nichts. Hier haben wir tolle Möglichkeiten, Holz zu gewinnen. Wie ihr seht, wir haben hier ganz viele Sachen, die wir kaputt hacken können. Auch später werden. Also wir werden wirklich. Was haben wir hier noch? Kanister, wunderbar. Und noch mehr Stoff. Wir werden hier wirklich alle Kisten irgendwann mal auseinandernehmen, um auch zu gucken, ob was dahinter liegt, wie Qualitätswerkzeug. Und dadurch werden wir halt dann noch mehr Möglichkeiten haben, Brandholz zu haben, ein schönes Feuer zu starten. Und ja, da gibt es ja wirklich zu Genüge. Aber erstmal looten wir weiter. Wir haben hier noch Holzstreichhölzer. Das ist gut. Noch mehr Lampenöl. Sonst sehe ich aber nichts. Wie gesagt, die ganzen Regale kann man eigentlich auch zersägen. Da braucht man eine Säge. Ich sehe aber was Rotes hier. Ne, ist nur Rost am Boden. Dann haben wir nochmal einfache Stiefel. Da kriegen wir Leder. Das ist gut. Da können wir unsere Zweitstiefel mal mit reparieren. Hundefutter. Weil wir können ja nicht das Rehleder für die normalen isolierten Stiefel nehmen, die wir da haben. Ein Schokoriegel, auch lecker. Ja, und das hier ist noch eine Zeitung, nehmen wir gerade mit. Das hier meinte ich eben mit, man hat hier genügend Brandholz. Das kann man alles schön auseinandernehmen. Gibt auch genügend Holz. Und ja. Das wird auch unser Arbeitsraum. Wir haben hier unten auch eine Werkstatt. Da haben wir nochmal getrocknetes Leder, wunderbar. Das heißt, wir können auf der Werkbank unser Zeug reparieren, herstellen, wie auch immer. Trotzdem mag ich hier nicht wirklich was lagern, muss ich ehrlich zugeben. Ich lage das alles lieber oben auf. Und das wird jetzt hier so eine, ja, Ordnungsfolge werden. Wir werden auch viel Spaß haben, wie gesagt, alles hier auseinanderzunehmen. Wir werden wirklich den Platz aufräumen, so gut es hier geht, dass wir uns wohlfühlen. Denn hier werden wir jetzt ja für die nächsten Staffeln bleiben. Wir können mal gucken, ob was im Trockner ist an Klamotten. Leider nicht. In der Waschmaschine vielleicht? Auch nicht, schade. Erste-Hilfe-Set. Bitte Schmerzmittel. Ein Verband. Gut. Schmerzmittel, da haben wir sie doch. Und noch ein Nähset. Alle werden hier viel Spaß drin haben. Ansonsten hier noch ein altes Bild. Ist hier vielleicht was drin? Oder dort? Metallbehälter. Da kann man mal reinschauen. Hier ist sonst nichts. Ich glaube, wir haben hier aber die von der Werkbank die Schublade noch nicht. Nein. Die vergessen mich so gerne. Wie ihr ja schon mitbekommen habt. Und das war es dann erstmal von dem, ja, Platz hier unten. Wir können nicht mehr sprinten, weil wir so überladen sind. Wir werden hier nochmal irgendwann runterkommen, das ganze Holz, wie gesagt, rausholen. Aber jetzt geht's erst mal rein in die Hütte. Keller verlassen, da ist er. Gut. Gut, gut, gut. Das wird ein Spaß, das Ganze zu sortieren, meine Güte. Ich muss zugeben, ich habe mir da noch nicht Gedanken gemacht, wie wir das Ganze sortieren wollen. Aber man hat hier nämlich auch eine tolle Küche, muss ich euch ja mal vorher sagen. Immer mal die Tür zu. So. Und jetzt geht's rein ins warme Haus. Es ist halt wirklich sehr, sehr groß und bietet einem viele Staumöglichkeiten. Hier rechts haben wir die Küche, wo auch Stoff liegt. Und zum Beispiel hat man hier so den Spaß, man kann die Tische für Holz auseinandernehmen. Wir werden hier das Kissen zersägen und so weiter halt. Alles, was umgefallen ist, werden wir hier ordentlich aufräumen. Es wird also ein wahnsinniger Spaß werden zum Zuschauen. Oder auch nicht. So, Nähset. Nehmen wir hier auch raus. Hier haben wir einen Ofen, da können wir, wie gesagt, Feuer machen. Innen drin, wenn wir was kochen möchten. Eigentlich müsste ich hier noch, genau, die Kiste, da haben wir noch Holz drin. Wenn wir mal gerade die Kiste auseinandernehmen, während die Fackel brennt. So können wir besser an das Holz ran. Und zu einer Bündel. So, und ja, ich werde es nochmal hier. Ach, wir können hier sogar den Vorhang schneiden. Aber ich finde den Vorhang schön, den lassen wir mal. Allerdings, die Kiste darf auch einmal weg. Wir fangen mal wirklich hier schon an mit aufräumen. Denn da sind Streichhölzer und Brandbeschleuniger drin. Und dann haben wir hier quasi unsere ganzen Schränke, wo wir unser Holz dann lagern werden und essen. Das werden wir uns hier wirklich wie eine Küche auch einrichten. Hier haben wir noch Salzkräcker, wunderbar. Und ich sehe noch eine Dose Sardinen.
Und unsere Metallpfanne könnte man auch kaputt machen. Leider haben wir nicht die Säge. Also wir können es nicht ganz so schön aufräumen, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier sehe ich noch eine Soda. Oder Traubenlimo, besser gesagt. Ich habe immer das Gefühl, hier ist was. Also, wie gesagt, das ist perfekt für ein Gruselspiel. Wie oft ich das schon gesagt habe, ich weiß es nicht. Aber man werden die Modder sich bestimmt mal darüber hermachen und das Spiel zu einem Gruselspiel machen. So. Einmal, wie gesagt, alles hier öffnen. Gucken, ob was drin ist. Und ich würde wirklich sagen, wir fangen dann auch gleich an, hier aufzuräumen. Allerdings haben wir vorher ein bisschen Zeug verstauen. Wir nutzen mal den Schrank hier unten, da passt 15 Kilo rein. Das wird unser Holzschrank. Vorher werden wir allerdings noch die Zeitung auseinandernehmen müssen. Wobei, wir werden eh noch welche finden. Wir schmeißen das gerade mal alles so rein. Das heißt, das alte Holz kommt rein, das kommt rein. Hier haben wir noch mehr Holz. Zeitung, Zunderbündel. Haben wir schon mal 3 Kilo irgendwie abgelegt. So, wir werden es jetzt noch nicht... Nee, können wir uns nicht leisten. Den Tisch will ich eh stehen lassen. Hier haben wir noch einen Kühlschrank, den dürfen wir auch nicht vergessen. Dort werden wir nämlich dann das ganze Essen lagern, deswegen gehen wir da mal ran. Gefrierschrank, da kommt dann das rohe Fleisch rein. Falls wir mal rohes haben. Auch wenn er nicht funktioniert. Wir haben hier 40 Kilo Stauraum drin. Das heißt, wir werden hier wirklich gerade mal alles an Essen und Trinken ablegen, was wir dabei haben. Außer den Tee. Einmal nur, damit wir schneller unterwegs sind. So. Essen und Trinken. Man könnte wahrscheinlich auch Trinken einmal in den Gefrierschrank machen, für die Ordnung. So, und jetzt laufen wir schon schneller. Das hier ist auch ein Ausgang. Ich sehe die Metall. Wir nehmen mal die Sturmlaterne hier mit. Und dann hüpfen wir einmal hier raus. Dann haben wir quasi das der Haupteingang. Glaube ich, müsste es sein. Einmal kurz nach draußen gucken. Und ja, die Ladezeiten sind heute extrem lang. Nein, das ist der Seiteneingang. Okay. Gut, Seiteneingang. Aber wir gucken uns weiter hier drin um. Und wieder dadurch, dass wir halt dann sowas hersehen können, also hier den Stuhl will ich jetzt unbedingt nicht. Der sieht noch ordentlich aus. Aber was am Boden liegt, wie das Kissen, das kann man zerschneiden und co. Hier nehmen wir aber nochmal den Dosenöffner mit. So. Hier oben ist nichts mehr. Hier haben wir unser erstes Bad. Da gehen wir mal an den Medizinschrank ran. Wir können auch hier sowas wie das Handtuch auseinandernehmen, aber ja, das denke ich ist nicht nötig. Die Schublade können wir noch looten. Da haben wir schöne Wollsocken drin. Passt für unser Zweitset. Und mal gucken, ist was in dem Tisch drin? Nein. Und jetzt beginnt der etwas, naja, eklige Teil. Ja, in der Toilette kann man viel Trinkwasser finden. Und das werden wir mal mitnehmen, weil Wasser schadet nichts und ich meine, es ist wirklich, ja, trinkbar. Auch wenn es für den einen oder anderen wahrscheinlich ein ekliger Gedanke ist. Hier könnte übrigens manchmal ein Gewehr stehen. Ja, deswegen wollte ich auch mal gucken. Aber wir haben ja eins. Ihr seht schon wirklich, man kann hier alles auseinandernehmen. Man braucht nur genügend Nahrung. Und noch einmal ein Gewehr mit 3 Kugeln. Leider Gottes haben wir hier keine Munition dafür gefunden bisher. Aber vielleicht ändert sich das noch in dem Haus. Hier kann man nämlich auch Munition finden. So, hier haben wir unser Kaminzimmer. Da werden wir auch mal gerade ganz frech wieder die Lampe ausmachen. Zedernholz mitnehmen und die Kiste auseinander. Ich mag die Kisten ehrlich gesagt nicht. Ich mag aber das, was da drin ist, nämlich das schöne Holz. So. Und dann fangen wir mal wirklich an. Das Kissen können wir auch mal auseinandernehmen. Das dauert nur 9 Minuten und gibt uns 2 Stoff. Und ich meine, es liegt auf dem Boden. Wer macht denn sowas? Ein bisschen ordentlich kann man es ja haben. So, Orangenlimo. Den Tisch lassen wir auch stehen. Passt ja dazu. Wenn man ordentlich sieht das nicht aus, das ist ein ordentliches Ding. Aber hier haben wir auch noch einen Schaukelstuhl. Also wenn wir uns mal bequem machen möchten, haben wir hier alle Möglichkeiten. Und hier steht noch ein Tee rum. Ein Kräutertee. Wunderbar. Damit lässt sich dann besser schlafen. Noch mehr Zeitungen und Limonaden. Das Regal ansonsten hat nichts, leider Gottes. So. Und es ist, ja, riesig einfach nur. Hier ist unser Kleiderschrank. Hier könnten wir dann theoretisch Klamotten ablegen. Ich glaube, wir haben ja welche schon gefunden. Das heißt, wir sind mal gerade so frei. Und schmeißen die einfachen Stiefel rein. Das schmeißen wir rein. Dann können wir hier auch unsere Nähsets dazu packen. Das ist dann quasi, ja, das ist noch frisch. Das ist getrocknet. Jetzt müssen wir auch mal hier ein bisschen sortieren quasi.
was wo reingehört. So, ansonsten war es das, glaube ich, was ich da reinschmeißen möchte. Da geht's hoch ins nächste Stockwerk. Ja, wir haben noch viel vor uns. Aber ich gucke, dass wir es vom Gepäck immer wieder leichter machen. So, und hier ist ein Raum, wo man häufiger mal Munition finden kann. Das alte Arbeitszimmer, das wird auch unser Hauptraum werden. Die Frage ist jetzt nur, womit fange ich an? Ich denke mal, wir fangen mal wieder an mit dem Kissen zersägen. Ein bisschen können wir anfangen, hier aufzuräumen. Gerade mal Zeitcheck machen. Schon wieder 30 Minuten. Ja, wird wieder eine etwas längere Folge. Hier haben wir noch ein Energieregel. Aus einer Schublade. Leider können wir die Schublade nicht auseinandernehmen. Wir könnten das Regal zerstören, aber das lohnt sich nicht. Hier liegt auch noch Stoff. Nehmen wir mal mit. So. Ein Buch. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Also wir können sie alle verbrennen oder wir können sie irgendwann mal lesen. Ich nehme sie aber einfach mal mit. Eine Daunenweste, gut. Die können wir zersägen. Da kümmern wir uns aber alle später drum. Schauen wir mal gerade in den Schreibtisch rein. Ein Schokoriegel. Und sonst nichts, okay. Ist hier was drin, was ich vielleicht nicht sehen kann? Sieht leer aus. Mittlerer Teil des Schrankes. Nichts. Außer natürlich hier nochmal wieder ein Buch. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Im linken Teil alles. Und hier unten habe ich noch ein Erste-Hilfe-Set entdeckt. Schmerzmittel, wunderbar. Ne, ich wollte jetzt hier oben ran. An den Kleiderschrank. So. Umgefallen, umgefallen, umgefallen. Und das hier wird übrigens einer unserer Haupt, Lagerpunkte, dieser Schrank. Weil ich dort gerne das Zeug einfach mal, ja, als Stauraum nutze. Auch wenn nicht viel reinpasst, wenn wir mal gucken. Den unteren machen wir mal als Arznei-Ding, das heißt, im Arznei-Ding können wir die Bartflächen auch dazu reinwerfen. Wir können die Pilze und die Hagebutten mit reinschmeißen. Das gehört auch quasi alles ja zur ersten Hilfe. Den Hagebuttentee auch. So viel brauchen wir auch nicht davon. Wir nehmen jetzt mal einfach nur 4 mit, würde ich sagen. Ne, 6 nehmen wir. Das heißt, 22 können rein. Dann Antiseptikum kann auch rein. Der Verband kann auch rein. Wasserreinigungstabletten, Schmerzmittel brauchen wir noch 4 dabei zu haben, das heißt 8. Und von den Verbänden, ja, brauchen wir auch noch 2 dabei haben. Gut, das ist unsere Erste-Hilfe-Kiste. Hier packen wir unseren getrocknete Sachen rein. Das ist auch getrocknet, glaube ich. Wunderbar. Getrockneter Darm. Die Federn können wir auch dazu schmeißen. Ansonsten den frischen Bärenpelz, den legen wir mal einfach hier direkt ab, dass der mittrocknet. Das nehmen wir nämlich auch als trockenen Raum, Trocknungsraum, wie auch immer. Zoom. Dann haben wir hier quasi ein bisschen Zeugs. Hier machen wir eine Werkzeugkiste raus. Das heißt, da kommt sowas wie der Metallschrott rein, denn den braucht man ja nur, um Zeug zu reparieren. Das ganze Angelzeug kann auch gerade erstmal mit rein. Brauchen wir es nicht. Der zweite Dosenöffner rein damit. Die Pfeile. Wobei, die Pfeile? Die Gewehrpozett können definitiv rein. Der große Lampenölkanister kann rein. Das kann rein. Qualitätswerkzeug kann rein. Dann machen wir mal hier oben eine Waffentruhe raus, wo quasi der Pfeil und Bogen reinkommen und das Gewehr. Das Gewehr muss ich noch entladen, natürlich. Nicht vergessen. Und langsam wird unser Gepäck auch leichter. Allerdings sind wir schon wieder relativ platt. Entladen haben wir dort. Zoom. Gewehr. Du darfst hier oben einmal rein. Wo haben wir dich denn? Werkzeuge. Da ist das Gewehr. Guti. Damit hätte. Keine Schusswaffe. Ich wollte auch eigentlich gerade die Laterne anzünden. Aber gut. Zoom. Da müssen wir eh nachher nochmal ran. Wir gehen jetzt hier nochmal weiter looten. Jetzt können wir uns auf alle Fälle frei bewegen. Hier oben ist das Schlafzimmer, oder das sind die Schlafzimmer. Wir werden jetzt einfach mal das erste Bett nehmen, was wir finden. Denn wir sind relativ müde und schlafen jetzt mal, ich sag mal, 4 Stunden. Na, 3. Dann haben wir noch 2 Stunden zum Haus erkunden.
Aber dass wir wieder ein bisschen mehr auf die Beine kommen. So, Lichtlein wieder an. Jetzt sind wir wieder auch nicht mehr überladen. So, von hier, wenn wir hochkommen, nehmen wir doch mal gleich wirklich das als erstes Zimmer und looten dann doch mal hier alles durch. Hier gibt es eine Menge Zeug, was man durchsuchen muss. Thermowesten kriegt man. Und wie gesagt, wir verstauen das erstmal, das Ganze aufräumen. Machen wir irgendwann mal in den nächsten Folgen. Noch mehr Wollsocken, wunderbar. Wasserflasche. Auch schön und gut. Draußen ist wieder ein Schneesturm. Unterm Bett ist nichts diesmal. Da kann nicht mal auch was sein. Also immer alles ordnungsgemäß abschauen. Ja, Gott, hier ist echt, ja, die Ordnung, lässt zu wünschen übrig. Altholz nehmen wir auch mal mit. Oder uns sehe ich noch eine Lupe, die nehmen wir auch mal mit fürs Feuer machen. That'll come in handy. Zeitungspapier finden wir in der Schublade. Und die Räume, wie gesagt, das räumen wir irgendwann anders auf. Da mache ich mir jetzt nicht ran, das macht ansonsten nur bekloppt. Hier haben wir noch ein Bad, wunderbar. Gucken wir erst nach hier hinten. Hier können wir, wie gesagt, wieder Stoff rausschneiden. Hier gibt es ein 3, glaube ich, war es, oder aus dem Handtuch. Ne, 2 nur. Also wie bei einem Kissen. Das gleiche hier. Hier haben wir noch ein Verband drin stehen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und mal gucken, vielleicht finden wir noch was im Medizinschrank. Noch ein Verband. Antiseptikum. Und natürlich Wasser mitnehmen, nicht vergessen. 1,53 Liter. Sollte man nicht verkommen lassen. So. U-Team. Hier haben wir ein Kinderzimmer, so wie es aussieht. Etwas unordentlich. Das heißt, da müssen wir erst recht mal gucken. Hier sehe ich schon mal den Plastikbehälter, den wir einmal durchsuchen können. Ansonsten nichts. Und ich mache es jetzt wirklich hier Wand für Wand. Noch ein Schaukelstuhl. Scheinbar hatten die es gerne hier bequem. Und der nächste Chaosraum, wo man echt aufräumen muss. Und ich glaube, ich habe Munition entdeckt. Bitte sei Munition. Bitte, bitte, bitte. Yes! Gewehrmunition! Alle, wir können definitiv hier überleben. Direkt neben dem Kinderspielzimmer, das ist doch mal schön. Auch schön der Greifhöhe für die Kinder. So, die Zeitung nehmen wir mit. Und wieder das Ganze zerlegen machen wir, wenn wir das Gepäck geholt haben. Aus unserer anderen Basis. Und dann schauen wir da mal durch. So. Hier ist ansonsten nichts. Hier ist noch ein Buch, was wir mitnehmen können. Den Schuh werden wir auch definitiv mal zerlegen. Schublade. Oh. Ein Kaban. Was auch immer ein Kaban ist. Was ist ein Kaban? Schwerer Wollmantel. Ah, okay. Ah, der Seeleute und Fischermantel. Okay. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, wenn wir das alles repariert haben, was besser ist als 2Z. Den Schrank haben wir ja durchsucht. Gut, dann geht es hier draußen weiter an dieser Wand. Gerade mal einmal hier drunter gucken. Yay, wir können sogar hier mit einem alten Kindertraktor rumspielen. Der wurde wohl vergessen. Als die Leute scheinbar hier geflohen sind, der Fernseher wird auch nicht mehr funktionieren. Toll. Dann müssen wir definitiv dann mal ohne Fernseher auskommen und selbst Geschichten erzählen oder mal die Bücher lesen, die wir hier gefunden haben. Was liegt hier hinter? Kartonstreichhölzer. Na gut, nehmen wir mal auch mit. Einmal hier in die Schublade ran. Nichts unter dem Bett. Da liegt eine Zeitung. Da kommen wir von der anderen Seite aber wahrscheinlich besser ran. Die wollen wir auch nicht verkommen lassen. Dann haben wir wieder unsere 100.000 Zunderbündel. Ihr kennt das ja noch vom letzten Zuhause. Hier haben wir noch ein Gewehrprozett auf dem Boden. Und noch eine Schublade. Also alleine, was wir hier in Essen gefunden haben, das wird ja für Tage reichen. Noch eine Magnesiumfackel. Also das ist wirklich top. So können wir dann auch unsere... Den Tisch müssen wir auch mal irgendwann ja, auseinandernehmen. Der gefällt mir nicht. So können wir auf alle Fälle lange überleben. Aber ich glaube, das war es jetzt hier erstmal. Das heißt, wir müssen jetzt das Zeug unten verstauen, das Holz, die Nahrung. Und dann gucken, dass wir uns vom Gepäck wirklich erleichtern. Dass wir quasi marschierfertig werden. Oh. Habe ich die Wollmütze hier ernsthaft übersehen? Scheinbar. Gut. Wir nehmen jetzt doch mal das Reparaturset raus und den Stoff, den wir gefunden haben. Denn ich weiß, wir können definitiv ein bisschen was reparieren. Die Frage ist, ob wir es jetzt machen oder später. Erst alles, was wir nicht anhaben, reinschmeißen.
Das kann auch rein, denn ich weiß, wir haben die Fäustlinge gefunden. Die werden wir dann anziehen. Und die werden wir auch vorher reparieren. Thermoweste. Wollsocken, so. Ja. Einmal kurz das Licht aus, das machen wir wirklich nochmal. Wir haben Durst, aber wir haben ja zum Glück leckeres Toilettenwasser. Na dann, Prost. In diesem Sinne. So. Ich habe gesagt, wir wollen die anziehen. Und wir wollen sie auch reparieren, die Fäustlinge. Denn damit müssen wir dann auch zurücklaufen. 100%, wunderbar. Die Mütze kriegt. Ah, wir nehmen. Ne, komm, jetzt nehmen wir noch das Leder raus. Dann machen wir mal hier richtig. Leder. Und dann können wir nochmal die Schuhe auseinandernehmen. Und ich will gerade mal gucken, die einfache Wollmütze können wir eine auseinandernehmen. Und einen dicken Wollpullover. Daumenweste. Wir haben definitiv bessere Sachen da. Wenn jetzt hier noch ein bisschen rumarbeiten am Zeug, was wir haben. Dich zerlegen wir für einmal Stoff. Und dann zerlegen wir auch noch die Schuhe, die wir da haben, die einfachen. Um eben unsere anderen hier zu reparieren. Denn aus den Stiefeln können wir getrocknetes Leder gewinnen. Und es ist mittlerweile wieder dunkel, also wir arbeiten mal wieder mitten in der Nacht. Aber das sind wir schon gewöhnt. So. 1 Stunde 30 dauert das, meine Güte. Aber wir reparieren es mal zweimal. Und jetzt sind wir hungrig. Oh Gott. Hunger. Kühlschrank. Ab zum Kühlschrank schnellen Schrittes. Wir nehmen erstmal das Bärenfleisch, denn da sieht man, ist schon mittlerweile gelb. Lichtlein aus. Und Bärenfleisch runter. Da wird das ganze Bärenfleisch aufessen. Und natürlich Lebensmittelvergiftung. Wir müssen also hier eh nochmal bleiben. Haben wir gerade Antibiotika dabei? Jep. Können wir also gerade mal die Wunden behandeln. Und dann müssen wir noch 10 Stunden rasten. Ein Traum. Vor aber noch mehr essen. Vielleicht hätte ich erst essen sollen und dann. Ja, wahrscheinlich kriegen wir gleich eine neue Lebensmittelvergiftung. Das wäre es jetzt ja. Wir können den Kräutertee trinken noch nachher vorm Einschlafen für die letzten Kalorien und Co. Aber erstmal wollten wir hier Zeug weiter verstauen. Das heißt, einmal unser Holz hier in die Holzkiste rein. Also auch die Bücher. Und den Zunder. So, einmal alles wirklich zack, 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 zack. Wunderbar. Hätten wir also auch gemacht. Dann stellen wir uns mal schon mal wieder zum Schrank hin. Und jetzt gucken wir mal gerade durch. Ich wollte noch was reparieren, bestimmt. Zerlegen wollte ich erstmal für den Stoff, wenn es nötig sein sollte. Aber ich glaube, wir müssen nur die Mütze hier einfach reparieren. Das kriegen wir so hin. Die 5 Minuten. Und wir sind mittlerweile auch komplett müde. Wunderbar. So. Na, wo ist der Kleiderschrank? Da ist er. Einmal ran da. Und dann legen wir wieder alles ab. Das können wir dann wohl doch jetzt nicht auseinandernehmen. Das haben wir alles an. Gut. Den Stoff noch weg. Nochmal Lämpchen an. Und an den Kühlschrank ran. Und bei Nahrung schmeißen wir gerade noch einmal alles rein. Und dann gucken wir, was wir noch mitnehmen. Ja, komm, den Tee lassen wir jetzt auch hier. Den Kräutertee wollten wir noch trinken. Wasser werden wir auch mal drin mitnehmen. Das gibt viele Kalorien. Eine Soda können wir auch mal mitnehmen, hier von mir aus. Schokoriegel, Trockenfleisch. Komm, die ganzen Riegel packen wir uns mal ein hier. Und Sardinen, so. Quasi unser Rückwegsessen. Oh, lecker, Hundefutter. Das wollten wir natürlich immer haben. So. Dann mal zügig nach oben. Ich weiß auch noch nicht, was unser Schlafzimmer sein wird. Wir probieren es mal aus. Diesmal gehen wir in ein anderes. Und ja, wir sind völlig ausgelaugt. 94% auch nur noch. Alle wirklich Tee trinken. Und dann 10 Stunden durch. Jetzt haben wir auch kein Gas mehr drin. Okay. Toll.
kein Brennstoff in Laterne. Müssen wir also auch noch auffüllen. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge machen, denn die Folge hier hat auch schon wieder Überlänge. Ich kann mich echt nicht an die halbe Stunde halten. Ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Na, wo ist es hier, Bett? Bis dann, macht's gut, euer Kelnix. Und jetzt, ciao.